Name ist Sascha Göbel, ich bin der Büroleiter des Bezirksvorstehers und habe die Ehre, Sie die heutige Veranstaltung führen zu dürfen. Nun, wir stehen nicht an, wir stehen vor dem Platz des FAC, des Floridsdorfer Athletik-Sportclubs, mit dem, wo die meisten Menschen heute positive Erlebnisse verbinden. Wahrscheinlich, nein, sogar sicher war dieser Platz erst vergangenes Wochenende, vielleicht auch erst gestern, mit bunten Treiben und Lachen erfüllt. Aber dieser Ort hat, wie viele andere in Österreich auch, eine dunkle Zeit erlebt. Eine Vergangenheit, an die wir uns heute bewusst erinnern wollen. Eine Erinnerung, für die wir am Ende mit der Enthüllung einer Gedenktafel auch der Nachwelt ein Zeichen setzen wollen. Und ich darf dich, liebe Bezirksvorsteher, um deine Begrüßung. Werte Gäste unserer heutigen Gedenktafel-Enthüllung, liebe Schülerinnen und Schüler, von mir zu Beginn einmal alle als heutige Ehrengäste natürlich herzlich begrüßt, aber lassen Sie mich trotzdem einige Personen auch mit Namen und mit Organisation begrüßen. Allen voran Dr. Winfried Gascher, den stellvertretenden Bundesvorsitzenden des KZ-Verbands. Herzlich willkommen. Danke natürlich auch für die Finanzierung der Gedenktafel als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opferverbände und Widerstandskämpferinnen und Kämpfer Österreichs, zu der neben dem KZ-Verband auch der Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschistinnen sowie der ÖVP-Kameradschaft Bund politisch Verfolgter gehört. Danke auch an den Verein Niemals Vergessen und deren Geschäftsführerin Thea Schwandner auch für die Kofinanzierung. Danke an Frau Magister Iris Stern und auch herzlich willkommen, die diese Initiative und die Grundidee auch wieder neu praktisch in Erinnerung gerufen hat und damit auch der Bezirksvorstehung einen neuen Startpunkt für diese heutige Veranstaltung gegeben hat. Und danke auch für den musikalischen Beitrag für die heutige Gedenkveranstaltung. Herzlich willkommen und ein ganz ein großes Danke, weil Sie auch in meiner Vertretung die Arbeit für diese heutige Veranstaltung hatte, Frau Bezirksvorsteher, Stellvertreter Ilse Fitzbauer. Herzlich willkommen, Frau Gemeinderätin Marina Hanke und Herr Gemeinderat außer Dienst, der ja auch Floridsdorfs Vorsitzender der Freiheitskämpfer ist, Hansi Schiel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle Bezirksrätinnen und Bezirksräte und bis auf zwei politische Fraktionen, die im Bezirksparlament vertreten sind, sind die anderen da. Also ich sehe Bezirksräte der SPÖ, ich sehe Bezirksräte der ÖVP, ich sehe Bezirksräte der Grünen, ich sehe Bezirksräte der NEOS. Und stellvertretend für alle möchte ich den Vorsitzenden des Floridsdorfer Bezirksparlaments, Herrn Bezirksrat Dr. Gernot Nachtnebel, namentlich erwähnen. Herzlich willkommen. Eine besondere Freude ist es für mich, weil Gedenken und Lernen aus der Zukunft natürlich vor allem für die nächsten Generationen ganz wichtig ist, dass auch viele Schülerinnen und Schüler heute hier sind, sowohl als Gäste, aber auch als Mitwirkende, und das freut mich ganz besonders. Und daher freut es mich zu begrüßen Schülerinnen und Schüler der Franz-Jonas-Europa-Schule NMS Däubler-Gasse mit ihrer Professorin Frau Jaboric. Danke für den vorbereiteten Beitrag. Herzlich willkommen auch an den Herrn Direktor Klapp. Ich freue mich auch, Schülerinnen und Schüler des Ella-Lingens-Gymnasium herzlich willkommen zu heißen mit vielen Professorinnen und Professoren. Und da einen großen Dank an den Professor
Dr. Kiers, der die Textierung der Gedenktafel erarbeitet hat. Herzlich willkommen. Ein großes Danke an viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die die heutige Veranstaltung erst ermöglicht haben und damit einen wichtigen Beitrag leisten, dass auch zukünftig mit dieser Gedenktafel an die Vergangenheit erinnert werden kann und so hoffe ich auch die Lehre für die Zukunft herausgezogen werden kann. Allen voran den FAC und deren Obmann Magister Leopold Schneider. Danke sehr und herzlich willkommen. Ein großes Danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Floridsdorfer Bezirksmuseums, Herr Direktor Ferdinand Lessmeister mit seinem Team, Direktor Außerdienst Wolfgang Brucker, der auch selbst Hand angelegt hat und die Tafel mit montiert hat. Herzlich willkommen und danke für die Unterstützung und das Engagement. Danke auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Sozialistischen Jugend, die diese Veranstaltung mit unterstützen. Und auch hier, wie bei den Schülerinnen selbst, ist es mir ganz wichtig, dass eben auch viele junge Menschen bei Gedenkveranstaltungen dabei sind und das in die Welt oder zumindest in Wien auch an die nächsten Generationen weitertragen. Ich freue mich auch ganz besonders, die Wiener Vorsitzende Viola Herzog bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Und natürlich auch den Vorsitzenden der Floridsdorfer Sozialistischen Jugend, Thomas Huber. Herzlich willkommen. Danke auch an die Mobilitätsagentur, die uns mit der Tonanlage ausgeholfen hat. Und danke und herzlich willkommen an Petra Jens. Und wie bereits eingangs erwähnt, danke an alle Anwesenden, die heute auch hier sind. Und ich entschuldige mich gleich, falls ich jemand vergessen habe. Es sind doch viele da und es besteht immer die Chance, wenn man beginnt, Menschen ad person zu begrüßen, auch jemand zu vergessen. Sollte das passiert sein, so möchte ich jetzt schon um Entschuldigung bitten. Beeindruckende Liste an Ehrengästen und Gästen, die hier Sie hier versammelt haben. Einen Namen haben wir schon gehört, den Obmann des FAC, Magister Leopold Schneider, und ich darf dich ersuchen um deine Grußworte. Am Weg hierher kann ich gleich sagen, dass du maßgeblich und wesentlich beteiligt daran warst, dass es hier überhaupt diesen Platz in dieser Form gibt. Falls du auch vergessen solltest, darauf hinzuweisen, auf deinen Beitrag, auf deine Lehrvorbereitung. Guten Morgen, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe junge Freunde. Mein Name ist Leo Schneider, ich bin Obmann des Fußballvereins FAC, der das Areal, auf dem wir uns befinden, als Pächter betreibt. Mit ein klein wenig Stolz darf ich berichten, dass wir mit unserer Fußballmannschaft immerhin nach Rapid und Austria die dritterfolgreichste Mannschaft in Wien sind. Aber besonders am Herzen liegt uns unsere Jugend. Mit unserer Fußball-, aber auch Tennis-Nachwuchsmannschaften betreuen wir ca. 400 Jugendliche in den verschiedensten Altersklassen. Wir sind dafür da und bemüht, den Jungen Fußball und Tennis zu lehren. Aber wir wollen auch dazu beitragen, dass aus ihnen anständige Menschen werden. Offen, gerade, ehrlich, gemeinschaftlich, fleißig, ohne dem geht im Sport gar nichts. Wir wollen aber auch Menschlichkeit, Respekt, Verständnis und Demut mitgeben, damit Entwicklungen aus düsteren Zeiten unserer Geschichte in unserer heutigen Gesellschaft keine Chance und keinen Platz haben. In meinen und im Namen des Fußballvereins begrüße ich daher unsere heutige Gedenkveranstaltung als willkommenes Signal, um aus schrecklichen Fehlern der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und als hätte ich es geahnt, ist ein großer Verdienst, er ist ein bisschen untergegangen. Wir enthüllen eine Tafel, die an einer Säule befestigt ist und dass diese Säule noch so oder wieder so hier steht und so erkennbar ist als Mahnmal, weil das war damals der Eingang zu dem KZ-Außenlager, dass das hier so hier steht und für alle sichtbar und auch für die Zukunft sichtbar ist, ist eben das
Verdienst, dein Verdienst und das gehört es auch vor den Vorhang gestellt. So, wir kommen jetzt zu Gedenkworten von der, wie wir schon gehört haben, Organisatorin der heutigen Veranstaltung, Frau Bezirksvorsteherin, Stellvertreterin Ilse Fitzbauer. Ich darf dich bitten. Wir haben uns heute im schönsten Bezirk von Wien versammelt, um zu gedenken. Der schönste Bezirk von Wien, nicht nur für uns Floridsdorferinnen und Floridsdorfer und wir arbeiten gemeinsam daran, dass er noch schöner wird, war einmal in einer Zeit, die aus unserer Sicht die dunkelste Zeit unserer Geschichte war, ein Ort des Schreckens für viele, die hier inhaftiert wurden. Man weiß nicht einmal genau, welche Gruppierungen hier untergebracht waren. Es waren über 2000 KZ-Häftlinge. In erster Linie aus Russland und aus Polen, aber auch eine ungarische, jüdische Gruppe war hier inhaftiert. Es war eine Zeit, auf die wir uns als Gesellschaft nichts einbilden brauchen und der wir uns regelmäßig erinnern sollten, um Fehler, die einmal begangen wurden, nicht zu wiederholen. Ich möchte mich auch dem Dank des Herrn Bezirksvorstehers anschließen, denn die Liste jener, die diese Veranstaltung ermöglicht haben und unterstützt haben, ist lange. Und gemeinsam bringen wir etwas zustande, was vielleicht bleibt, zumindest in Form einer Gedenktafel oder in Form von Erinnerungen, die wir mit uns tragen und uns immer wieder gegenwärtig halten können. Ich stehe heute hier, nicht als Zeitzeugin, so ganz so alt bin ich noch nicht, aber als Enkel eines sozialdemokratischen Gewerkschafters, der permanent von Mauthausen bedroht war, die komplette Familie permanent von Mauthausen bedroht war. Und ich stehe hier als Tochter eines polnischen Zwangsarbeiters. Deshalb trage ich auch das Abzeichen, das er tragen musste, als er kaum älter war, als manche hier in unserem Kreise mit 18 Jahren von zu Hause weg musste, denn er hatte die Wahl zwischen dem KZ Majdanek oder unter falschen Namen in Österreich als Zwangsarbeiter rekrutiert zu werden. Und er hatte im Unglück Glück, denn er wurde geschickt in die Heimat meiner Mutter, ins Waldviertel. Er kam von einem Gut, meine Großeltern hatten ein Gut in Polen. Und er kam aus der Landwirtschaft und er durfte in der Landwirtschaft arbeiten und kam zu einer Familie ins Waldviertel, die ihren Sohn verloren hatten im Krieg und die ihn quasi angenommen hatten an so eine Stadt. Das hat ihm das Überleben gesichert, hat aber nach dem Krieg dazu geführt, dass es seine Heimat nicht mehr gegeben hat, er kam aus der Nähe von Lemberg, dass er nicht gewusst hat, wo unsere Familie ist, ob sie überhaupt noch leben, denn alle Männer, die im arbeitsfähigen Alter waren, wurden verschleppt oder in ein KZ-Arbeitslager verfrachtet. Und der 25 Jahre nicht gewusst hat, dass es seine Familie noch gibt. Das Rote Kreuz hat die Familie dann gefunden, und zwar in der Nähe von Breslau, da sie deportiert wurden. Und dieser Einschnitt in ein Leben eines Menschen prägt Generationen. Das ist eine Urtrauer, eine tiefe Trauer, die in jemanden bleibt, auch wenn er das überlebt hat und wenn er es gut überstanden hat, dass niemand so schnell wieder abgeben kann. Es ist nicht erledigt, wenn der Krieg zu Ende ist. Wir haben uns hier getroffen, um allen jenen Menschen ein Gesicht und eine Geschichte heute zu geben, die kein Gesicht mehr haben, weil sie nicht mehr leben und weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, zu erzählen und uns teilhaben zu lassen an den Grausamkeiten,
die passiert sind in unseren Reihen, in unserer Gesellschaft und die sich nie wieder wiederholen dürfen. Diese Grausamkeiten sind nicht von heute auf morgen gekommen. Da ist nicht jemand gekommen und gesagt, so und jetzt sind wir alle furchtbar, sondern es sind Linien überschritten worden, rote Linien übertreten worden, verschoben worden, indem man begonnen hat, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger auszugrenzen, indem man begonnen hat, zu definieren, wer der minderen Rasse angehört. Also ich sage immer, ich stamme aus einer Familie, die als minderwertig angesehen wurde während des NS-Regimes und ich sehe es als Auszeichnung an, so einer Familie anzugehören. Warum ist Gedenken wichtig? Warum ist Gedenken jetzt wichtig, in unserer Zeit wichtig, in der wir leben? Wir befinden uns, und jeder, der feinfühlig ist und jeder, der sich mit der Geschichte beschäftigt hat und jeder, der sich mit der Gesellschaftsentwicklung beschäftigt hat, in einer Zeit, in der Gefahren lauern. Ich würde sagen, wir sind nicht am Beginn, wir sind sogar schon mittendrin. Wir definieren wieder die Qualität eines Menschen über seine Sprachfähigkeiten, über seine Deutschfähigkeiten. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater ist immer diskriminiert worden, weil man eben gehört hat, dass er Deutsch sehr gut konnte, aber es nicht seine Muttersprache ist. Es passiert wieder, es passiert meinem Schwiegersohn, der ein gebürtiger Kroate ist. Es passiert ihm jetzt, seit 2 Jahren. Er ist selbstständig, dass er von Kunden angesprochen wird, wieso sein Deutsch, das er spricht, nicht so gut ist, wie sein Deutsch, das er schreibt. Na logisch, wenn man nämlich den Akzent nicht hört, aber bitte, wenn man schreibt. Ja. Das passiert immer wieder. Es passieren noch ganz andere Dinge. Dass man auf Schwache losgeht, auf Wehrlose, auf Sozialschwache, auf Menschen, die wenig haben oder nichts haben. Und dass man wieder anfängt zu stigmatisieren. Und jeder, der ein bisschen Interesse für die Geschichte hat, weiß, das war auch der Anfang von der Zeit, die wir hier nicht mehr wollen. Und deshalb sind Gedenkveranstaltungen dieser Art wichtig. Sie sind auch deshalb wichtig, weil es oft intolerant gegenüber politisch Andersdenkenden gibt. Ich und sehr viele meiner meiner sozialdemokratischen Freundinnen und Freunde werden oftmals in den sozialen Medien als rote Uhren beschimpft. Das ist mir passiert. Von allen jenen, die glauben, Anhänger sein zu müssen von politischen Entwicklungen, die sich um die Schwachen kümmern, vermeintlich. Um jene, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so privilegiert sind. Wenn wir an Italien denken, und das war zu meinem Entsetzen ganz furchtbar, und ich glaube, ich habe hier sicher einige Damen und Herren, die mit mir fühlen, oder fast alle, in Italien sollen Kinder von Ausländern keinen Mittagstisch mehr in den Schulen bekommen. Na, wo gibt es denn sowas? Ja? Das ist der Beginn. Das ist nicht nur der Beginn, da sind wir mittendrin. Und genau das ist eine Entwicklung, gegen die wir auftreten müssen und wo wir den Jungen in unseren Reihen zeigen müssen, in welche Richtung es geht. Und ich bedanke mich deshalb auch, dass so viele gekommen sind, unterschiedlichen Alters, um dabei zu unterstützen und ein Zeichen zu setzen, denn wir, die wir die Kräfte der Vernunft sind, wollen nicht mehr, dass hier jemand durchgehen muss, so wie sie vor 73 Jahren durchgegangen sind und viele von ihnen nicht mehr rausgekommen sind. Das wollen wir nicht mehr. Und wir wollen gegen die Zeichen der Zeit aufstehen und uns dagegen stellen, denn wir haben die Gnade der späten Geburt. Wir sind nicht schuldig geworden. Wir hatten das Glück, uns nicht entscheiden zu müssen und Entscheidungen treffen zu müssen. Wir sind aber verantwortlich, was in der Zukunft sein wird. Und wir müssen gemeinsam aufstehen und uns gegen alle Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft stellen. Denn es sind nicht nur die schuldig, die mitmachen, sondern es sind die schuldig, die ruhig sind und nichts sagen, obwohl sie es besser wissen. Denn
nicht sagen, Rücksein ist Mithilfe. Wir können nichts für unsere Vergangenheit. Wir werden einmal daran gemessen werden, was aus der Zukunft geworden ist. Und wer seine Vergangenheit nicht kennt, wird blind in der Zukunft sein. Und das wollen wir nicht, und deshalb bedanke ich mich noch einmal für Ihr Kommen und für Ihr Mitmachen und Einbringen. Vielen Dank. Danke, Frau Bezirksvorsteherin, Stellvertreterin Ilse Witzbauer. Nach starken Worten weiterzusprechen ist nicht einfach, und deswegen gehen wir so über zu unserem musikalischen Beitrag. Frau Magistra Iris Stern hat einen musikalischen Beitrag für uns vorbereitet. Richard Zag und Gäste frei. Gehst du frei, so hebt dich eine Welle und wirft dich aus dem Nichts ins Licht. Erschüttert stehst du an der Schwelle des Lebens, blind vor solcher Grelle, und fasst dich nicht. Und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du frei. Schreckst du in ein leises Beben, und alles Kleine scheint voll Glanz. Solange siegst du daneben, nun kann die Seele sich erheben zum letzten Tanz. Und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du frei. Jetzt wird ein Träumen dich umfangen, wie andere Fieber überfällt. Glut rieselt hoch in deinen Wangen, sehnsüchtig flüstert dein Verlangen, schön ist die Welt. Und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du frei. Plötzlich wirkt dich neues Trauern, und selbst die Sonne löst es kaum. Du wanderst hin in stummen Schauern und lebst noch immer zwischen Mauern und schreist im Traum. Und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du frei. Und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du frei, und gehst du Wir haben heute schon einiges gehört über Jugend, dass es wichtig ist, dass die Jugend weiß, was seinerzeit passiert ist, dass die Jugend sich auch damit auseinandersetzt und dass die Jugend auch diese Erinnerung für uns weiterträgt. Und deswegen ist es besonders erfreulich, wenn wir hier auch Schülerinnen und Schüler haben, die einen Beitrag dazu liefern wollen. Schülerinnen und Schüler der Franz Jonas Europaschule NMS Teublergasse unter der Leitung von Frau Professor Dervoric werden Sie jetzt aus dem Tagebuch eines KZ-Häftlings lesen. Bitte.
26.06.45 sind weggekommen und wir sind zu Fuß mit unserem Gepäck in die fürchterliche Hitze. 40 Kilometer nach dem Becken marschiert, wurden wir alle entkleidet worden. Was heißt, es wurde uns alles weggenommen. Doch am selben Abend gingen wir in Almachmir. Es war furchtbar. 88,51 Tonnen Waggon, nur mit Handgepäck. Unendlich viel haben wir am Hitzewasser angelitten. Ich habe von einer Fischkonserve eine Vergiftung bekommen. Es war furchtbar. Endlich, am 29.06. Heute Mittag um 1 Uhr sind wir angekommen. Man hat uns in Straßhof Berlin. 17.07.44, wir sind zur Arbeit gegangen. Wir haben kein Mittagessen bekommen. Die Arbeit dauert bis 6, 7 Uhr. Es geht mir nicht gut. Ich denke ständig an meine Rosi. 1.08. Das Essen ist furchtbar schlecht. 3.08. Nur wenn ich von meinem Rosi etwas wüsste, könnte ich alles besser tragen. Pläne finden, wo welches Außenlager gebaut werden soll, welche Fabrik wohin verlagert wird, damit die Rüstungsproduktion funktioniert. Also zum Beispiel, wenn der Fliegerhorst in Schwechat, Heidfeld bombardiert wird, dass man dann nach Floridsdorf geht, dass man neben dem Lager, also neben der eigentlichen Produktionsstätte, dann ein Lager errichtet, eben hier, wo die Häftlinge untergebracht werden. Diese Dinge kennen wir, das haben wir aus den Dokumenten, die nicht alle zerstört worden sind. Und was wir haben, das sind die Dokumente der Prozesse, die gegen diese Täter geführt worden sind. Im Fall Floridsdorf ist es ein Verfahren gegen den Kommandant Streitwieser. Ich werde dann ganz kurz etwas aus dem Urteil des Kölner Schwurgerichtsverfahrens gegen Anton Streitwieser vorlesen, das in den 1960er Jahren stattgefunden hat. Und in diesen Prozessen treten dann manchmal Opfer als Zeugen und Zeuginnen auf. Und woran erinnern sie sich? Sie erzählen normalerweise nicht über ihre täglichen Leiden. Das ist nicht etwas, was ein Gericht normalerweise interessiert, denn das Gericht sitzt ja nicht zu Gericht über die Opfer, sondern über die Täter, und es geht um ganz konkrete Straftaten, die sie verübt haben. Das heißt, in der Regel wird jemand nicht verurteilt, weil er verantwortlich ist dafür, dass dieser tägliche Schrecken, von dem wir einiges jetzt in dem Tagebuch gehört haben, dass der überhaupt möglich gemacht wird, sondern das, was den Häftlingen in Erinnerung bleibt, das sind besonders schreckliche Ereignisse, die man in einigen Fällen, und ein solcher Fall hat sich hier ereignet, sogar mit Datum fixieren kann, weil sehr viele sich aus unterschiedlichsten Gründen an dieses konkrete Datum und das Schreckliche, was hier passiert ist, erinnern können. Anton Streitwieser war damals schon hier als Lagerkommandant, er ist dann später nach Hinterbrühl gegangen, um dort einen dieser ganz schrecklichen Todesmärsche nach Mauthausen anzuführen. Aber am 5. Dezember 1944 kam er hierher, wo also gerade die Häftlinge ausgerückt sind, und darunter war ein Stubenkommandant, also auch ein Häftling, der also Stubenältester verantwortlich war, dass alle aus seiner Baracke pünktlich angetreten sind. Und der hat in dieser Kälte, wir haben das gehört, hat er versucht, damit er keine Frostbeulen kriegt, sich ordentliche Schuhe zu besorgen. Und das ist ihm gelungen. Er hat nicht diese Holzschlapfen angehabt, sondern er hat ordentliche Schuhe getragen. Streitwieser ist das sofort aufgefallen und er hat ihn geohrfeigt. Das wäre nun zwar unangenehm, aber nichts Besonderes gewesen. Das ist ja immer wieder passiert, dass Wächter, Wärter Häftlinge geohrfeigt haben. Nur Streitwieser hat einen Hund namens Hasso und der war darauf trainiert, wenn er einen Häftling ohrfeigt, dann fällt
der Hund diesen Häftling an. Und das ist auch passiert. Und dieser Häftling ist vom Hund in und zwischen die Oberschenkel gebissen worden. Statt Wiese hat eine Weile zugeschaut, bis dass der Häftling so schwer verletzt war, dass er kurze Zeit später dann in der Sanitätsbaracke verstorben ist. Er ist einfach verblutet. Und dieses konkrete Ereignis hat dann eine Rolle gespielt beim Prozess. Und deswegen wissen wir von dem, was sich hier im Lager abgespielt hat, von diesem einen Datum, dass es da etwas Schreckliches gegeben hat. Aber das, was die Häftlinge all die Zeit dazwischen, vorher, nachher erlebt haben, davon wissen wir eigentlich sehr wenig. Es gibt sehr wenig Autodokumente und auch die Häftlinge selbst haben versucht, all diese Schrecken zu vergessen, damit klarzukommen, indem man nicht immer wieder daran denken muss und nur wenn man dann aufgerufen wird, als Zeuge oder als Zeugin auszusagen vor Gericht, dann muss man sich wieder erinnern, aber man erinnert sich eben an diesen konkreten Anklagepunkt, der also dann einer der Gründe ist, warum diese Person vor Gericht gestellt wird. Nun gab es zum Glück in unserem Land nicht nur die Streitwiesers, sondern es gab auch Menschen, die geholfen haben. Menschen, die Widerstand geleistet haben und die zum Teil nicht alle überlebt haben. Die mutig waren, die sich diesem Regime entgegengestellt haben und die als Überlebende dann eine ihrer Aufgaben unter anderem darin gesehen haben, genau solche Menschen wie Streitwieser vor Gericht zu bringen, die aber es auch bis heute als ihre Aufgabe ansehen, das Gedenken an die Opfer, an die, die hier gelitten und zum Teil zu Tode gekommen sind, weiterzutragen als Mahnung für die Lebenden. Und das ist unsere Aufgabe in der Arbeitsgemeinschaft der Opferverbände und deswegen haben wir uns sehr gern beteiligt an dieser Tafel, haben uns gefreut über diese Initiative und wir hoffen, dass es nicht die letzte sein wird, denn wie schon gesagt, es war diese Zeit für Floridsdorf, aber nicht nur für Floridsdorf, sondern auch für andere Bezirke Wiens eine sehr finstere Zeit und es sind sehr viele schreckliche Dinge hier passiert. Und es ist notwendig, an diese Dinge zu erinnern. Und genau das war das, was die Häftlinge sich auf ihre Fahnen geschrieben haben nach der Befreiung, wo sie geschworen haben, dieses nie wieder. Und das hat auch eine Komponente, die heißt Gedenken und an diese schrecklichen Ereignisse zu mahnen, damit es nicht vergessen wird und vor allem, damit es nicht wieder geschieht. Dankeschön. Vergessen dich nie. Judita Russa, ungarische Jüdin, 1924 bis 2013. Du trägst den Stern auf dem Gewand, trägst ihn mit Trotz und Wut. Denn es ist nicht deine Schande, sondern die der Unmenschenbande. Der Gutshof um den Dollar arisiert, der Vater mit Berufsverbot belegt. Das Studium verbaut, ganz Körper diskriminiert, wie man das alles erträgt. Dann als Zwangsarbeiter Panzergräben graben, bei Frostboden, Abwasch, Wasser, Suppe, Schnee. Am Leib ein gezählte 136 Läuse, die Bisse tun schon nicht mehr weh. Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Mord, Haus und treibt man die lebenden Toten, Todesmarsch, Verpflegung sind Würmer und Gras, keine Schwächen zeigen,
ist geboten, obwohl sie neben dir elendig verrecken, weil einer aus den Dorfbrunnen trinkt, weil eine halbtot zu Boden sinkt, weil's gefrorene Erde pfällt, ausgraben, weil jemand vom toten Bruder die Schuhe will haben, erschossen, zerdroschen, erschlagen und liegen gelassen im Straßengraben. Ludwig Renn, Kommandant der sogenannten Alarmabteilung des Eisenerzerfolgsturms am Vorabend des Brevichl-Massakers vom 7. April 1945. Die Hund, die Schweine, daten alle miteinander verdienen, dass man sie totschießt. Wenn sie morgen einer von euch feig sagt, lege er am eigenhändig um. Wer die meisten Juden da schießt, kriegt einen Liter Wein. Für jeden Toten gibt's eine Zigarette. Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Aus der Bergwald, Filmkulisse, Peitschen von überall, Todesschüsse. Du stolperst über Rucksäcke, Körper und Tod. Schlamm und Schneematsch färben sich rot. Du hörst sie zur Jagd auf das fremde Blasen. Siehst einen seine Pistole streicheln. Du spürst, wie Mitläufer plötzlich rasen. Siehst sie in der Menschenschießbude meucheln. Du denkst an das Stück Brot, das du vergeblich gerettet hast. Du denkst an das Meer, das du niemals mehr sehen wirst. Wünschst dir nur noch einen Atemzug zu machen. Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Kennst du den Ort, wo die Steine weinen, wo im Mund dir stirbt das Wort? Kennst du den Ort, die Hölle gibt's nicht, aber sie war dort? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7. April. Judita überlebte das Massaker, 250 andere nicht. Von den ursprünglich 8000 Todesmarschierern erreichen 7000 Mauthausen. Bei der anschließenden Evakuierung des Konzentrationslagers ins nur 60 Kilometer entfernte Waldlager Gunskirchen kommen weitere 5000 Menschen um. Judita Rosa überlebt nur knapp Flecktyphus und Kannibalismus. Wir haben einen weiteren Gast in unseren Reihen, der auch einen Beitrag liefern wird. Das ist unser bekannter und beliebter Föhrersdorfer Schauspieler und Prinzipal Gerald Pichowetz, der uns die Mauthausen-Schule präsentieren möchte. Dankeschön. Einen schönen Vormittag und ja, es ist sehr ergreifend, denn wissen Sie, die Geschichte ist die, sie lehrt ja immer erst im Nachhinein und das Problem an solchen Dingen ist es, dass man heute in einer Zeit lebt, die immer schnelllebiger wird und dass man gerade da nicht müde werden darf, daran zu erinnern, dass ein ganzes Volk auf der einen Seite geblendet wurde und auf der anderen Seite genauso Täter als auch die eigenen Volksverwandten als Opfer hingestellt hat. Und ich glaube, es gibt niemanden aus dieser Zeit, der nicht wirklich Entsetzliches erlebt hat, sei es
hier in diesen Nebenlagern oder in Arbeitslagern oder auch durch den Bombenkrieg. Und ich glaube, dass wir, diese nachfolgenden Generationen, ich hatte das große Glück, von meinen Großeltern noch sehr viel zu erfahren, die diese Zeit miterlebt haben, hier in Floridsdorf miterlebt haben und auch diese Lager kannten. Und für viele war es beschämend und trotzdem haben sie nicht aufgezeigt. Ich habe dann irgendwann einmal gefragt, wieso nicht? Und da kam so ein kollektives Abwinken mit dem, weil wir uns nicht getraut haben. Weil wir am Anfang geblendet waren und nicht gewusst haben, was da wirklich und wesentlich auf uns zukommt. Ich habe dann immer gesagt, ich halte das ein bisschen für eine Ausrede, wobei ich dazu sagen muss, natürlich war man im Nachhinein klüger. Trotzdem war alles, was dieser Krieg gebracht hat, entmenscht. Die Menschlichkeit verloren. Und jenen, die vielleicht Nachbarn waren und Freunde waren, hat man auch gar nicht zugehört. Die sind halt dann irgendwie verschwunden. Das war eben auch so eine Ausrede. Und ich glaube, dass, was will ich damit sagen, es ganz wichtig ist, dass wir den Anfang erkennen. Und die Genesis, muss ich leider sagen, in der heutigen Zeit ist ja vorhanden. Wir haben zwar keine Partei, die mit braunen Hemden und Hakenkreuzfahnen durch die Gegend läuft, aber es gibt doch vieles, worüber wir nachdenken sollten und das uns nachdenklich stimmt. Und gerade ihr, die Jugend, die heute hier ist, seid eigentlich dazu aufgerufen, alles zu hinterfragen. Und lasst euch nichts gefallen. Mein Großvater hat nur ein einziges Wort gesagt. Ich sage nie wieder jawohl. Nie mehr wieder. Und das ist vielleicht etwas, was signifikant ist für das Ganze, das damals passiert ist. Und deswegen rufe ich euch auch auf. Sagt nicht ohne nachzudenken jawohl. Denkt nach. Schaut, wo ist eure Meinung, eure politische Meinung? Das wird im Leben nicht erspart bleiben. Und wäre dessen, dass man euch wirklich, ich sage es jetzt sehr provinzial, mit der sauren Gurke durch den Urwald locken möchte, so wie das damals einer ganzen Generation passiert ist. Und die Generation meines Vaters, der 32 geboren war, der also die ganze Geschichte seitens Bombenkrieg und Hitlerjugend und was es damals alles gab, mitmachen musste, es war eine verlorene Jugendzeit. Wir waren auch einer von den Jahrgängen, die so knapp nicht dran kamen, aber doch im Ausbildungslager gesteckt sind und hat sich dort so in schwägscher Manier als Bub durchgebracht und hat das große Glück gehabt, nicht zu einer Kampfeinheit zu kommen, sondern in der Küche Erdäpfel zu schälen. Und deswegen hat er dieses Inferno auch überlebt. Das Nachhausekommen von Salzburg nach Wien war nach der Besetzung und dem verlorenen Krieg und der Befreiung nicht möglich. Großvater musste ihn zu Fuß holen, aber es kam nicht mehr das Kind nach Hause, das einst dieses Heim verlassen hatte, sondern eigentlich ein fremder Jugendlicher. Und das ist etwas, was ein Leben lang dann währt. Und deswegen sage ich, denkt nach darüber, das ist die Aufforderung an euch, denn ihr seid die Zukunft und ihr seid diejenigen, die auch die Verantwortung dann tragen müssen. Und aus dieser Verantwortung darf man sich nicht stehlen. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber, heute hier stehen zu dürfen. Das ist mir eine große Ehre und auch im Gedenken all jener, die ihre Stimme nicht mehr erheben konnten. Ich darf den Mauthausen-Schwur vortragen, der in der KZ-Gedenkstätte damals gemacht wurde. Der vieljährige Aufenthalt im Lager hat uns das Verständnis für die Werte einer Verbrüderung der Völker vertieft. Treu diesen Idealen schwören wir, solidarisch und im gemeinsamen Einverständnis den weiteren Kampf gegen den Imperialismus und nationale Verhetzung zu führen. So wie die Welt durch die gemeinsame Anstrengung aller Völker von der Bedrohung durch die hitlerische Übermacht befreit wurde,
so müssen wir diese erkämpfte Freiheit als das gemeinsame Gut aller Völker betrachten. Der Friede und die Freiheit sind die Garantien des Glücks der Völker. Und der Aufbau der Welt auf neuen Grundlagen sozialer und nationaler Gerechtigkeit ist der einzige Weg zur friedlichen Zusammenarbeit der Staaten und Völker. Wir wollen nach erlangter Freiheit und nach Erkämpfung der Freiheit unserer Nationen die internationale Solidarität des Lagers in unserem Gedächtnis bewahren und daraus die Lehren ziehen. Wir werden einen gemeinsamen Weg beschreiten. Den Weg der unteilbaren Freiheit aller Völker. Den Weg der gegenseitigen Achtung. Den Weg der Zusammenarbeit am großen Werk des Aufbaus einer neuen, für alle gerechten, freien Welt. Wir werden immer gedenken, mit welch großen, blutigen Opfern aller Nationen diese neue Welt erkämpft wurde. Im Gedenken an das vergossene Blut aller Völker, im Gedenken an die Millionen durch den Nazifaschismus ermordeten Brüder geloben wir, dass wir diesen Weg nie verlassen werden. Auf den sicheren Grundlagen internationaler Gemeinschaft wollen wir das schönste Denkmal, das wir den gefallenen Soldaten der Freiheit setzen können, errichten. Die Welt des freien Menschen. Wir wenden uns an die ganze Welt mit dem Ruf, helft uns bei dieser Arbeit. Es lebe die internationale Solidarität, es lebe die Freiheit. Ich danke Ihnen.